Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir machen heute weiter. Beim letzten Mal haben wir ja die Feuerwehrmission abgeschlossen. Und heute machen wir, wie ich im letzten Mal schon angekündigt hatte, die Pizzaboot-Mission. Und zwar befinden wir uns hier gerade schon vor einem Pizzaboy. Das ist dieser Roller da vorne. Und indem man auf diesen Pizzaboy, auf diesen Roller steigt, wird die Mission, also die Pizzaboot-Mission, halt ausgelöst. Und diese Pizzaboys spawnen immer in einer solchen Gasse neben einem... Ja, ich zeige es euch mal, neben so einem Pizza-Restaurant. Und ja, ich zeige euch das mal kurz auf der Karte. Hier ist das. Da, genau da. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch direkt mal auf den drauf. Denn ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden und hier einfach mal beginnen. So, die Mission wird sofort gestartet. Und wir müssen sofort los. Liefere diese Pizzas aus. Du musst den Kunden die Pizzas zuwerfen, während du an ihnen vorbeifährst. Genau. Du hast 5 Minuten Zeit, um die Pizzas zu liefern. Sonst rufen die Kunden einen anderen Pizzaservice an. Und das wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen das große Geld machen, beziehungsweise nur die Prozente. Das Geld ist hier gar nicht so hoch. Ich habe das schon mal offscreen so ein bisschen probiert, damit ich hier nicht ganz so versage, damit ich schon mal ein bisschen Erfahrung habe da drin. Und das geht eigentlich relativ gut. Ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Man muss hier mit dem Pizza und dann muss man den dann immer so zuwerfen und dann muss man immer zurück. Ihr seht da auch verbleibende Pizzas. Also wir haben immer 6 Pizzas. Am Anfang müssen wir die Pizzas noch nicht erneuern, da wir noch nicht so viele Kunden haben, aber später im Verlauf, wir müssen hier 10 Level schaffen und in dem Verlauf dieser 10 Levels müssen wir schon, ja, irgendwann zweimal fahren. Das heißt, unsere Pizzas langen nicht aus für eine Tour. Und dann müssen wir immer wieder hier zu den Anfang zurück und müssen uns neue Pizzen besorgen. Aber am Anfang ist das noch relativ einfach. Wir haben immer 5 Minuten Zeit. Ja, komm, zeig mir die Symbole auf der Karte, gut. Wir haben immer 5 Minuten und das Zeitlimit bleibt auch immer gleich, egal wie viele Kunden wir haben, ob wir jetzt einen Kunden haben oder ob wir 10 Kunden haben, das interessiert die gar nicht. Es wird immer mit der gleichen Zeit bemessen. Das heißt, wir müssen uns immer mehr beeilen, nach und nach. Am Anfang sind die 5 Minuten natürlich noch sehr, sehr viel Zeit, aber im späteren Verlauf ist das schon ziemlich eng und da sollte man sich auch keine Fehler mehr erlauben. Jetzt könnte ich zum Beispiel 4 Pinsen wegschmeißen oder so, aber... Ich habe ja alles jetzt beim ersten Mal geschafft, also ging eigentlich relativ gut. Was ich euch auch später empfehlen kann, ist, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel 7 Pizzen zu liefern habt und ihr habt nur 6 Stück und ihr merkt so, ihr fahrt in eine Richtung und habt nur noch so 2 Pizzen, aber auf der anderen Seite sind halt noch so 3 oder so, zum Beispiel jetzt. Dann kann ich euch auch empfehlen, die restlichen Pizzen alle wegzuwerfen. Denn dann könnt ihr wieder zum Anfang zurück und euch wieder neue Pizzen holen. Also ihr habt unendliche, einen unendlichen Vorrat an Pizzen, den ihr euch da holen könnt. Ihr könnt so oft wie ihr lustig seid, halt verwerfen. Und ja. Gibt's da noch was Wichtiges zu sagen zu dem Pizzaboy, zu den Pizzaboot-Missionen? Ja, eigentlich schon, kurz husten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ja, sagt, ihr habt keine Lust mehr auf die Pizzaboot-Mission und denkt euch so, ja, mache ich halt später nochmal, kein Problem, stelle ich den irgendwo hin, den Pizzaboy, fange ich die Mission später wieder an, dann muss ich euch sagen, das geht leider nicht, denn ihr könnt mit so einem, ey, steigt wieder das Motorrad, ja, das ist ein Roller, ja, kein Motorrad. Ihr müsst euch im Klaren sein, dass wenn ihr hier die Mission startet, ihr sie nur noch abbrechen könnt, das heißt, sobald ihr den Roller fahrt und die Mission abgebrochen habt, könnt ihr die auch nicht mehr starten. Ihr könnt sie allgemein nicht starten. Die Mission wird nur gestartet, wenn ihr auf einen frisch gespawnten Roller aufsteigt, der neben einem Pizza-Restaurant steht. Nur da wird die Mission gestartet. Ihr könnt jetzt nicht hier sagen, jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn ich hier stehen bleiben würde und abbrechen würde, dann könnte ich nicht die Mission nochmal starten, denn das geht nicht. Dann ist der Roller sozusagen nur noch ein ganz normales Fahrzeug und hat keine weiteren Funktionen mehr. Also da müsst ihr euch schon im Klaren sein, ob ihr jetzt wirklich aufhören wollt oder ob ihr das einfach durchzieht. Ja, okay, nach vorne haben wir einen. Ah ja, ach so, wir sind ja schon durch. Bin ein bisschen verplant gerade. Ja, ich würde sie gerne liefern, aber du könntest mir die Symbole ja mal ein bisschen früher auf der Karte anzeigen. Ja, den da hinten mache ich zum Schluss. Erstmal die 3 hier hinten. Erstmal die größte Anzahl an Leute beliefern. Und dann ganz hinten. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt hier schaffen werde, weil die Pizzaboten-Missionen dauern eigentlich auch schon eine gewisse Zeit. Ich denke mal so eine halbe Stunde, wenn ich vielleicht ein bisschen drunter... Also ich denke mal so eine halbe Stunde brauche ich schon dafür. Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es.
Aber das wird auf jeden Fall nicht meine Sanitätermission toppen. Da habe ich ja 59 Minuten und noch ein paar zerquetschte aufgenommen. Das habe ich am Anfang gar nicht gewusst, dass es so lange dauert. Ich habe so gedacht, so halbe Stunde, kann schon mal sein. Und dann nachher war es eine Stunde und dann, naja, habe ich es trotzdem durchgezogen. Ja, muss halt sein. Ich finde, eine Stunde ist noch so die Grenze. Aber zum Beispiel bei den Taxi-Missionen, die nach den Pizzaboot-Missionen jetzt hier kommen werden, da werde ich natürlich verschnellern, weil das dauert 2 Stunden und das nehme ich nicht. Ich lasse das nicht in normaler Geschwindigkeit laufen. Das guckt sich ja keiner an. Das ist einfach unnötig. Ist ja immer dasselbe. Und deswegen werde ich das da verschnellern. Ja, aber das ist jetzt, spielt jetzt ja eigentlich nicht zur Sache. Wir sind hier gerade in den Pizzaboten-Missionen und hier müssen wir natürlich uns schön beeilen. Aber ich denke mal, in den Taxi-Missionen später wird das nicht mehr so. Da habe ich nicht mehr so eine Eile, denke ich. Nö. Das hier ist doch die größte Herausforderung der Ted-Mission, würde ich mal sagen. Okay, mal hier schön über die Brücke. Wo ist denn der gute Freund da hinten? Ist der wieder am Arsch der Welt oder was? Wieso verstecken die sich denn alle? Okay. Und soweit ich weiß, sind die Orte, wo die Leute, wo die Kunden halt sind, immer dieselben. Also ich habe jetzt offscreen ja schon mal getestet, wie ich damit klarkomme, mit den Missionen, mit den Wegen und so weiter. Und da habe ich irgendwie festgestellt, dass das immer die gleichen sind. Also ich habe das zweimal gestartet, um das erste Level einmal zu sehen, ob die Orte gleich waren. Und bei mir waren die irgendwie... Oh nein. Jetzt muss ich ein bisschen... den Kopf ein bisschen flüchten. Komm, steig auf. Oh, 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 oh. Ja, okay, das müsste gehen. Okay, schnell weg, schnell weg. Oh, nein, ich verhaften, Ich fahre jetzt einfach mal in die Richtung. Schön spekuliert. Ja, war auch relativ gut, die Spekulation von mir. Gleich die Ecke erwischt, wo 4 Leute sind. Glück. Glück oder Können? Da kann man sich natürlich streiten. Nein, natürlich Glück. So, hier hast du deine Pizza. Lass es dir schmecken. Beziehungsweise ist mir scheißegal, ob es dir schmeckt. Hauptsache, ich krieg die Kohle und die Prozente am Ende. Das ist das, was mich interessiert. Ich interessiere mich doch nicht für die Kunden. Meine Güte, sind mir doch scheißegal. Jetzt mal im Ernst. So, yeah. Hast es. Ja, kannst du rüber ein bisschen laufen, da. Ich werf dir das nicht vor die Füße. Nur weil du dafür zahlst, hast du nicht alle Rechte, ja? Das sag ich dir. Ich behalte dich im Auge. Oh, schnell. Ah, ja. Hier ist er. Oder sie. Sie. Ja, ich will dich ja nicht beleidigen oder so, deswegen sie, ne? Sonst fühlst du dich gemobbt und das will ich auch nicht. Denn dann gibst du mir kein Geld. Okay, das ist mir nicht egal, aber dann gibst du keine Prozente, weil du die Pizza nicht frisst. Und wenn du die Pizza nicht frisst, gilt die Mission nicht als abgeschlossen. Und das würde bedeuten, dass ich das normal machen müsste und da habe ich einfach keine Lust drauf, weißt du? Da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich will das jetzt hier einmal durchziehen, dann ist es gut. Ja, warum rede ich heute eigentlich so komisch? Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass es jetzt in der Nacht ist und ich noch ein bisschen was aufnehmen wollte für euch. Weil ich die Tage ja schon ein bisschen wenig hochgeladen habe. Und da muss natürlich irgendwann mal wieder was sein. Und ich habe ja auch Lust drauf, ne? Und meistens, wenn ich kein Videomaterial habe, liegt das nicht daran, dass ich sage, ich habe keinen Bock. Dann liegt das meistens daran, dass ich einfach keine Zeit habe, um vernünftige Videos zu drehen. Ja, na egal. Gehen wir zurück zu den Pizza-Missionen. Ich habe noch 2 verbleibende Pizzen. Ich habe noch keine verworfen bis jetzt. Ist auch relativ gut. Ich bin auch froh, wenn das mir nicht passiert, hier in diesem Durchgang. In dem gesamten Durchgang. Okay, das wäre ja eigentlich recht angenehm. Denn dann muss ich nicht unnötigerweise wieder zum Anfang zurück, wenn es gar nicht nötig ist. Das will ich mir auf jeden Fall ersparen. Denn das muss ja nicht sein, ne? So, ist der da am Strand? Ja, ich glaube, da kam einer am Strand. Was wollen die da? Wollen die eine Sandpizza oder was? Wenn die einen Sandking haben wollen, müssen sie zum Autohaus bei mir und den Wagen da klauen. Habe ich nichts gegen eigentlich. Warum? Meine Maus hat irgendwie in letzter Zeit ein paar Macken. Die bewegt sich manchmal automatisch irgendwie. Das ist voll unlogisch. Und dann schwenke ich immer so, weil bei Vice City kann man ja auch, wenn man die Maus so bewegt, so auch lenken. Das ist ein bisschen nervig manchmal. Deswegen sollte man da immer die Finger von halten. Es sei denn, man kann natürlich so lenken, aber ich finde das so schwierig, so zu lenken. Das geht gar nicht. Also ich komme damit gar nicht klar. Was ist denn hier los? Komme ich hier durch? Ich glaube, hier oben kann man links ganz knapp vorbei. Ja, genau. Da bin ich offscreen auch durchgefahren immer. So, genau. Okay, wir sind wieder auf Kurs. 2 Minuten noch. Ich habe ziemlich getrödelt. Hätte ich besser machen können, aber ich glaube... War das der Durchgang, wo der... Nee, das war nicht der Durchgang, wo der Polizist mich was verhaftet hätte. Nee, das ist schon wieder neuer. Muss mich ein bisschen beeilen. Aber eigentlich... Hat jedes Level denselben Zeitdruck fast, weil... Die Orte
der Leute. Ja, steig auf jetzt. Wir müssen uns mal eilen, sonst ist die Mission fällt. Nein. Steig auf, Tommy. Aber eigentlich macht das gar nicht, dass hier mehrere Leute da sind, denn die Leute, es sind zwar mehr Leute da, aber die Leute sind meistens immer ganz dicht beieinander und deswegen macht das eigentlich nichts, ob man jetzt den einen noch mehr mitnimmt oder den halt weniger. Es ist eigentlich absolut egal. Also meiner Meinung nach. So, hier bitte. Oh, ich dachte schon, die nimmt die nicht. Ey, das kann doch wohl nicht sein. Denn ich hatte offscreen so das Gefühl, dass manchmal werfe ich die, komm, richtig nah an, die Leute ran, aber die wollen die nicht nehmen. Und manchmal werfe ich, denke ich so, boah, das ist es doch nicht, weil ich den so weit vorbeigeworfen habe, die Pizza. Und dann nehmen die plötzlich. Also manchmal ist das echt so ein bisschen Zufall. Die denken sich so, und manchmal denken sich so, versorge ich dir jetzt die Mission oder nicht? Nein. Ja. Immer so zufällig. So nach Gefühl denken die sich so. So kommt mir das auf jeden Fall vor manchmal. Oh nein, nicht zu nehmen. Du, nimm doch die Pizza. Du hast alle Pizzas zugestellt, fahr zurück und hole noch mehr. Ja, genau. Jetzt kann ich euch wenigstens mal demonstrieren, wie das ist. Auch wenn es eigentlich unnötig ist, denn das war das letzte Level, wo ich eigentlich nur eine Tour hätte machen müssen. Geile Wortwahl, oder? Ja, ich finde die deutsche Sprache hat schon so einige interessante Dinge zu bieten, sage ich jetzt mal, ne? Okay, 3 Minuten. Ja, die Zeit ist kein Problem, aber die Pizzen halt. Ja, habe ich doch mit Absicht gemacht. Ich wollte nur mal zeigen, wie das ist, wenn man hier jetzt zwei Touren machen muss. Ja, alles klar. Glaubt ihr mir auch, ne? Ja, klar. Aua. Zum Glück zieht mir das nur Rüstung. Die arme Rüstung. So, Pizza Boy. Da steht's doch mal für euch. Pizza Boy. Wieso nicht Pizza Girl, ey? Ist das nicht voll diskriminierend? Naja, lass mir es mal so stehen. Hallo, hier. Lass es dir schmecken. Hier noch ein paar Gratis-Pizzen für euch, falls ihr sie braucht. Ja, kann man ruhig wegwerfen, das macht gar nichts. Wenn ihr das fertig habt, könnt ihr alle wegwerfen. Ist nicht so was, wenn ihr alle wegschmeißt, die dann sagen, du verschwendest voll. Du machst uns pleite, du wirst mein Geld zum Fenster raus. Oder so ein Schmarrn. Ja, okay. Fahren wir erstmal da ganz hinten hin. Die Schlimmsten zuerst. Beziehungsweise, ja, sind das überhaupt die Schlimmsten? Ich weiß gar nicht. Ja, ich fahre jetzt einfach mal dahin. Es ist Gefühl. Kann ich nicht nicht genau berechnen, wo ich hinfahren muss. Ich habe mir das jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht genau so eine genaue Route, wo ich genau weiß, da muss ich hin, da muss ich hin, jetzt muss ich hin. Und die Zeit zu sparen, das geht nicht bei mir. So, dann fahren wir hier nochmal die Straße entlang. Und da hinten rechts müsste die oder der sein. Die. Nee, der. Haha. Ja, tut mir leid, Kumpel. Hab dich verwechselt. So. Dann haben wir den nächsten. Da schön hinten. Ich glaube, der war. Ja, ich glaube, die Route ist echt dieselbe. An so einen kann ich mich ja echt noch erinnern. So, 3 Pizzen noch. Ich glaube, ich schmeiß weg. Gleich. Damit ich gleich eine volle Ladung habe und nicht unnötigerweise wieder zurück muss, obwohl ich schon da am Restaurant vorbeigefahren bin. Ich glaube, ja. Ich weiß jetzt nicht, wo alle sind. Ja, ich schmeiß weg. Genau. Das ist der Trick, den ich meinte. Schmeißt ihr die einfach weg, die Pizzen. Und dann könnt ihr euch jetzt wieder mit 6 neuen voll beladen. Und weil ihr ja eh hier ran vorbeifährt, wäre es ja unnötig gewesen, wenn ich jetzt da mit 2 Pizzen rüberfahre, obwohl da 3 Aufträge sind. Dann hätte ich 2 Leute beliefert und dann wäre die Mission gefailed. Vielleicht, weil ich zu lange brauche. Und das möchte man natürlich nicht riskieren. Also ich bin ja sowieso bei solchen Sachen immer der Vorsichtige. Ich muss hier nicht auf mega schnell machen. Es gibt bestimmt Leute, die haben das weitaus schneller gemacht als ich, wenn ich das jetzt hier schaffe. Aber wenigstens habe ich es sicher ins Ziel gebracht. Denn... Wobei, bei mir darf man eigentlich sicher gar nicht in den Mund nehmen, weil ich bin einfach immer in der Wundertüte. Also bei mir kann mal das passiert mal das. Von der einen auf die andere Sekunde kann plötzlich alles, ja, schief laufen. Das ist bei mir immer so. Da kann ich nichts, das ist einfach schon immer so gewesen in jedem Spiel bis jetzt. Da denke ich mir einfach eigentlich, ja, das ist es doch. Und dann, nein, auf einmal fail ich denn noch total. Also das kann auf jeden Fall schnell passieren, also...
Da müsst ihr immer drauf hoffen. Na, ich weiß nicht, ob ihr drauf hofft. Ich denke schon. Deswegen sage ich mal drauf hoffen, weil ihr es eh tut. Denn ihr wollt doch nur, dass ich fehle. Ihr wollt nur, dass ich im letzten Level jetzt noch fehle. Das glaube ich mir, ihr Schlingel. Ja, ja, ihr seid Schlingel. Ja. Okay, da hinten. Ja, an den kann ich mich auch noch erinnern. Und bei den Laternen müsst ihr echt immer aufpassen, sonst fliegt das Ding gegen die Laternen und dann sammelt, denkt er sich so, nee, da sind doch Bakterien dran, die nehme ich nicht. Ja, kommt mir auf jeden Fall so vor. Dann nehmt ihr die nicht und dann, ja, dann habt ihr eine verschwendete Pizza, ne? Das ist natürlich nicht so das, was man will. Okay, fahr ich mal da rein. So, fertig. Okay, ich fahr schon mal nach rechts. Oder, ja. Da haben wir auch da vorne direkt den ersten Kunden, der ein bisschen Hunger hat, wie es aussieht. Bitte. Ja, hier ist mein Geld. Ja, schon ziemlich viel Geld. Nicht. Ihr könntet ruhig mal mehr zahlen. So eine Million pro Pizza wäre ja eigentlich angemessen. Ich meine, wer hat schon die Ehre, von Tommy Vercetti höchstpersönlich eine Pizza ausgeliefert zu bekommen? Das ist ja wohl meine... Das ist ja schon alleine 999.999 Cent wert. Alleine das schon, weil das ist echt eine Ehre. Wer kann das schon von sich behaupten? So, ja, ich habe von Tommy Vercetti eine Pizza bekommen. Würde ich auch gerne sagen, würde ich auch gerne sagen, ja. Weil ich hab's... Bei mir wollte er leider nicht. Ich habe ihn angerufen, habe so gefragt, hast du mal eine Pizza für mich? Denkt er sich, hat er so gesagt, ne, ich habe andere Sachen zu tun. Lass mich in Ruhe, du. Ja, machst mich hier immer schlecht in deinem Let's Play. Ich mag dich nicht. Ja, tut mir leid, Tommy, aber wir müssen miteinander klarkommen. Irgendwie schaffen wir das schon. Irgendwie schaffen wir das schon, du. So, da hinten haben wir auch einen. Ganz da hinten ist er etwa auf der anderen Insel. Das wagt er nicht, oder? Das wagt er nicht. Das wagt er nicht. Ja, wie soll ich da rüberkommen? Ist bestimmt auf Starfish Island, oder? Hoffe ich. Nee, beim Filmstudio bestimmt. Ich glaube, bei Starfish Island sind keine. Die sind alle beim Filmstudio da hinten. Bei der Filmstudio-Insel. Hey, hallo. Mann, ich hasse diese Kollisionsabfrage bei White City. Bei solchen Laternen ist es immer kritisch. Manchmal bleibt man da hängen, obwohl man da gar nicht dran hängen bleibt. Also, man berührt die nicht mal und dann bleibt man da, hä, das ist... Dann bleibt man da plötzlich hängen, obwohl man da gar nicht dran ist. Also, das versteht ihr, was ich meine? Ich kennt ihr bestimmt. Wenn ihr White City spielt, habt ihr das bestimmt auch schon mal erlebt. Denke nicht, dass ihr das verpasst habt, weil das erlebt eigentlich jeder mal. Zum Glück hatte dieses Hängenbleiben noch keine verheerenden Folgen bis jetzt. Einmal wurde ich fast verhaftet. Ich glaube, das war in Folge... soll ich jetzt raten? Ah, ich weiß es ungefähr noch. Das war Folge... 19? Ich glaube 19. Da bin ich fast hängen geblieben. Also, nee, nicht fast. Da bin ich hängen geblieben. Und dann hat mich der Polizist fast verhaftet. Ja, das war Glück. Glück. Ja, hätte auch anders ausgehen können. Also, da hatte ich auf jeden Fall auch mal Glück. Ich habe ja schon manchmal Glück. Meistens Pech, aber auch manchmal Glück. Manchmal denkt sich White City, das kann nicht mehr sein. Sünde. Kriegst mal ein bisschen Glück. Zugeschüttet. Ja. Aber meistens halt Pech. Okay, 2 Minuten 30. Ich weiß nicht, wie viele wir noch ausliefern müssen. War da hinten noch 2, 3, 1? Keine Ahnung. Ich glaube, mindestens 2 noch. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele in der anderen Richtung noch zu liefern sind. 2 Minuten, ey. Das könnte echt ein bisschen eng werden, habe ich das Gefühl. Aber das liegt auch daran, dass ich aufs Filmstudio rüber muss. Und wenn ich auf die Filmstudio-Insel muss, dann kostet das immer ein bisschen Zeit. Aber ich hoffe mal, dass ich das jetzt schaffe. Oha, da hinten ist auch noch einer. Aber, oh, nur zum Glück nur da vorne. Ich dachte jetzt so, oh, auf der anderen Insel oder so. Boah, das wäre das Ende gewesen. Dann wäre das der Fail. Wenn ich sag's euch jetzt mal so, wenn ich jetzt hier failen sollte. Ah, hi. Nee. Wenn ich failen sollte, dann werde ich auf jeden Fall schneiden bis zu dem Punkt, wo wir hier hinten gelangt sind. Weil dann werde ich nicht alles nochmal machen, weil dann ist das Video irgendwann 10 Stunden lang. Und das glaube ich nicht, dass ihr euch das anguckt. Denke ich, gehe ich einfach mal nicht von aus. Wäre zwar schön, nein, wäre nicht schön. Das ist einfach nur krank. Ja, also wie gesagt, wenn ich fehle, dann schneide ich bis zu dem Moment, wo wir hier gerade waren. Ja, ich kehre jetzt zum Restaurant zurück. Ja, ja, keine Sorge, ich habe noch eine Minute Zeit. Das ist, mag jetzt zwar wenig wirken, aber ich habe es ja jetzt eigentlich geschafft. Verteile nochmal ein paar Gratis-Pizzen. Ja. Gratis-Pizzen verteilen. Muss ja auch mal sein, ne? Bisschen gönnen. Bisschen den Leuten was gönnen. Muss man ja auch mal... Oh! Ich habe jetzt schon... Wie viel Rüstung habe ich verloren? Auf jeden Fall schon 15. Na egal. Ich fahre mal nach links oder rechts. Ich weiß nicht. Mal, zeig mir die Symbole. Ah, ich fahre nach da.
Ja, erstmal ihr. Weil ihr im Norden seid. Mhm. Nee, weil hier die meisten sind. Oder? Nö, ist eigentlich ausgeglichen. Oh, bin ich an der vorbeigefahren? Alter, bin ich blind. Was ist los mit mir? Bin ich blind? Ich habe es nicht im Ernst verworfen. Egal, macht nichts. Macht jetzt noch nichts, weil hier ja eh genug sind. Also, ich darf jetzt keine Pizza mehr verwerfen, aber ging gerade so noch gut. So, jetzt erstmal den da hinten. Und dann, fast ein Unfall. Also, Unfälle sind auf jeden Fall nicht gerade sinnvoll. Helfen einem nicht gerade weiter, die Zeit möglichst hoch zu halten. Damit, ja, das kostet einfach unnötig viel Zeit. Deswegen einfach nicht crashen. Also, wenn man alleine in einem Durchgang nicht crasht, dann merkt man das schon, wie... Nein! Ist nicht im Ernst jetzt, oder? Verdammt, jetzt muss ich zurück! Jetzt liefer die doch aus, Mann! Verdammt, jetzt habe ich einen Zeitdruck. Ich muss mich beeilen. Ich muss schnell zurückfahren. Nein, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Schnell, 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 schnell. 3 Minuten 40. Das ist nicht so viel. Und ich muss da ganz hinten nochmal hin. Das ist so unnötig. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal... Nee, ich muss da hinten. Aber ich weiß nicht, wen ich zuerst liefern soll. Jetzt habe ich so eine Zwickmühle. Nee, ich fahre jetzt erstmal zu dem Einzelnen. Zum Einzelnen erstmal. Jetzt gibt mir Pizzen. Ja, ja. Schön heiß, ja. Schön heiß, ne? Meinst du jetzt Tommy oder meinst du den Pizzen? Ich weiß ja nicht, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob das klappt von der Zeit. 3 Minuten wirkt jetzt zwar noch relativ viel, aber das kann sich schneller ändern, als ihr gucken könnt. Ich versuche mich jetzt einfach mal zu beeilen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. 2 Minuten, 50. 2 Minuten 50 ist eigentlich viel, aber einfach keine Plätze jetzt mehr verwerfen. So, die liefere ich sicher ab. Und jetzt geht es eigentlich nur noch da hinten hin. Jetzt muss ich mich richtig beeilen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall in bis auf unter eine Minute gehen. Also die Zeit wird unter eine Minute sein, wenn ich zum Restaurant zurückfahre. Das befürchte ich. Das heißt, einfach jetzt fehlerfrei fahren, damit ich nicht weitere Zeit verliere. Okay, sind die auf dem Strand? Ja, sind sie. Gut, dann fahre ich jetzt schon mal auf den Strand. Das Dumme ist, auf dem Strand ist der Roller immer so lahm. Ich weiß auch nicht, wieso. Na, ist eigentlich logisch, aber ist halt nervig. Richtig nervig. Ich meine, warum muss... Ich meine, welcher normale Roller fährt hier auf den Strand? Das ist so unnormal. Jetzt habe ich echt Zeitdruck. Ich muss mich beeilen. So. Schnell, schnell, schnell. 2 Minuten, ne? Das ist nicht viel. Mal hoffen, dass wir nicht so weit fahren müssen. So, perfekt. Ein bisschen Risiko muss ich jetzt eingehen. Denn ihr seht es ja. Eine Minute nur noch. 1 Minute 40. Das ist nicht viel. Nein, lass mich ruhig jetzt. Ich muss mich beeilen. Okay, da vorne ist einer. Jetzt lass bitte den anderen nicht so weit weg sein. Bitte. Sonst ist die Mission fail. Das wäre nicht das, was ich will. Oh, die sind beide da. Okay, schnell, schnell, schnell. Nein, geh weg, geh weg. Okay. Liefern die ab. So. Geh weg, bitte, bitte. So. Jetzt noch schnell da hinten hin und dann habe ich 1 Minute Zeit, um zum Restaurant zurückzukommen. Und ich würde sagen, das ist auch geschafft. Weil da vorne ist das Restaurant, ja, gut. Puh, ich habe jetzt gedacht, oh, fail. Nein, nochmal gerettet. Ach, ging die Laterne. Ich habe nur eine Pizza. Ich muss jetzt treffen. Ja. Ja, jetzt nimmt er sie, oder was? Ja, ist klar, du. Ist klar, du. Naja. Hat er sich so entschieden? Nein! Ah, egal. Ich habe noch genug Zeit. Ich habe noch genug Zeit. Puh, das war jetzt schon mal eng. Da muss ich mich auf jeden Fall beim nächsten Level mal ein bisschen sputen. Nicht so viel Zeit vertrödeln. Was, Lazy Bastard, Mann? Sei froh, dass ich das überhaupt für dich mache. Gleich kannst du mal selber fahren. Dann weißt du mal, wie das ist. Ja? Weißt du, wie dumm das ist? Man fährt hier, ja, liefert dann so ein paar Pizzen ab und die Kunden sagen nichts. Hier ist dein Geld. Ja, mehr haben sie nicht zu sagen. Muss ihnen das genau vor die Füße schmeißen und sonst haben sie keine Probleme. Ich fahre jetzt erstmal auf den Strand. Kann ja wohl nicht sein, sowas. Was machst du hier? Wieso kannst du nicht einfach in die Straße gehen? Ich meine, wer geht an den, wer ist am Strand und sagt so, ja, Pizza, Pizza, ja, kannst du mir mal hier vorbeibringen, du. Ich bin zu faul, um selber zum Restaurant zu fahren. Ja, 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 fauler Sack bist du. Ja, das ist jetzt dein Titel, für immer. Fauler Sack. So nenne ich dich jetzt ab jetzt immer. Wenn ich dich wiedersehen würde, was
relativ gering ist, die Chance, dass ich dich wiedersehen werde. Aber wenn das mal der Fall ist, dann werde ich dich fauler Sack nennen. Und dann musst du damit leben. Ja, so ist das leider. Okay, ich fahre jetzt erstmal zu dem da hinten, genau. Und dann werfe ich die Pizzen weg. Und dann holen wir uns die letzten. Ah, hier. Ah, die Ecke ist okay. Hier, bitte. Gut, jetzt werfe ich die Pizzen weg. Jetzt holen wir das neue. Und dann können wir das mit einer Tour beenden. Das Ganze, das Level, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, welches Level wir sind. Ich zähle auch ehrlich gesagt die Kunden nicht. Denn daran kann man ja erkennen, welches Level man ist. Man muss insgesamt bis in Level 10 und jedes Level kommt ein Kunde mehr. Das heißt, in Level 10 muss man 10 Kunden ausliefern. 10 Kunden beliefern. Ich liefere ja keine Kunden aus. Ich nehme ja nicht die Menschen und packe sie dann in so eine Pizza. Ja, gute Idee eigentlich. Würde man sich einiges Fleisch sparen? Also Kosten für Fleisch? Nein, als ob. Naja, aber Tommy ist so ein Schlingel. Da kann ich mir das echt vorstellen, dass er das auch durchziehen würde. Auf jeden Fall, Tommy. Kleiner Kannibale hier. Im Hintergrund mit Organen dealen oder was? Ja, ja, Hauptsache das Geld ist hoch, ne? Das ist Tommys Motto. Oh, oh. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Ich habe auf jeden Fall schlecht berechnet hier alles. Ich werde jetzt den noch und den noch und dann fahre ich zurück. Ah, daneben. Ist ja egal, ich muss eh zurück. Oh, jetzt nimm doch die Pizza, Mann. Hier. So, jetzt muss ich schnell zurück. Aber wirklich schnell zurück. So, zurück zum Restaurant. Um mir wieder neue Pizzen zu holen. 2 Minuten. Oh, es ist so eng. Das ist so eng. Das ist so eng. Ich hasse Zeitdruck. Wieso muss es immer Mission mit Zeitdruck geben? Könnt ihr nicht einfach sagen, ja, liefer ab hier. Lass dir Zeit. Nein. Mach schnell. So, das ist der Motto. Das ist echt. Ist nicht so mein Ding. Ist nicht so mein Ding. Ja, nimm. 2 Minuten. Okay. Das wird sehr, 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 sehr eng. Langsam habe ich echt Angst, dass ich das verkacken werde. Weil das muss ja eigentlich nicht sein. Das muss nicht sein bei sowas. Ist auch nicht wirklich lustig, hier zu failen. Also das wird für euch ja nicht mal interessant sein. Es lohnt sich ja nicht mal, das hier anzusehen, dass ich hier faile. Weil das verlängert nur wieder die Zeit. Und ich vergeude nur wieder mehr Zeit an sowas hier, anstatt was Interessanteres zu machen. Denn die Challenges werden auf jeden Fall interessanter, finde ich. Also meiner Meinung nach sind die Tab-Missionen einfach nur langweilig. Okay, die Bürgerwehrmission ging, aber der Rest ist einfach nur, mach das. Keine Abwechslung, immer dasselbe. So. Okay, es könnte sogar was werden, aber ich muss mich jetzt extremst beeilen. So, hier. Pizza. So. Oh, das ist eng. Nur die Ruhe bewahren. Warte, ich habe bei 2 Minuten angefangen. Das heißt, ich habe 1 Minute... Das schaffe ich. Wenn ich jetzt nicht verfehle. Na egal, musst du mich eh drehen. Hier hast du deine Pizza. Gut. Ich denke mal, das schaffen wir von der Zeit her. Müsste eigentlich klappen. Ich meine, 1 Minute. Wenn ich jetzt kein Risiko mehr eingehe. Nicht mehr hinfliege. Ja, hinfliegen wäre jetzt das, was mich jetzt noch hier... Ja, was mich jetzt hier noch aufhalten könnte. Das würde noch extrem Zeit kosten. Und dann hätte ich eventuell die Mission gefailt. Aber ich denke, wenn ich jetzt keinen Fehler mache... Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das langt auf jeden Fall. Okay, gut. Ja, das langt. Perfekt. Läuft doch. So. Und damit haben wir die Pizza-Boot-Mission abgeschlossen. Deine maximale Gesundheit erhöht sich auf 150. Jawohl, noch 5000 oben drauf. Als kleines Taschengeld. Was will man eigentlich mehr? Gut. Jetzt haben wir für immer 150 Leben mehr. Und sind damit gut gerüstet für die nächsten Missionen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, das war's schon wieder für heute mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich echt freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Und beim nächsten Mal machen wir, wie gesagt, die Taxi-Mission. Also freut euch schon mal drauf. Bis dann.